Tanz Kassel hat vor 1,5 Jahren als Experiment begonnen und damals war der Erfolg noch gar nicht so sicher. Aber inzwischen haben wir am Staatstheater Kassel ein Spitzenensemble aus hochmotivierten Tänzerinnen und Tänzern zusammenstellen können. 16 Nationen arbeiten bei Tanz Kassel zusammen als Team in einer internationalen und diversen Company. Doch nicht nur 16 unterschiedliche Herkunftsländer stehen für diese Diversität, sondern Diversität zeigt sich vor allem in den ganz unterschiedlichen getanzten Stilistiken und Ästhetiken, ebenso wie im gelebten Miteinander und im Neudenken von Begriffen wie Führung und auch Teilhabe. Unsere dritte Saison führt nun Gedankensplitter der letzten Spielzeiten zusammen. In der neuen Raumbühne Antipolis im Opernhaus findet unsere Tschaikowski-Trilogie ihren Abschluss. Nach den Klassikern der Tanzgeschichte Schwanensee und Dornröschen jetzt natürlich der Nussknacker. Ein Wiedersehen mit dem positiv respektlosen Performance-Kollektiv United Cowboys. Gemeinsam mit dem Musiktheater und dem Schauspiel zeigt Tanz Kassel auch in der Raumbühne Antipolis die Hamlet-Maschine, das erbarmungslose Triptychon eines Heldenschicksals von Shakespeare, Heiner Müller und Wolfgang Riem als eine Art von totalem sinnlichen Musik-Tanztheater. Im Schauspielhaus ist kein Tanzdoppelabend zu sehen wie in den letzten Jahren, sondern ganz unbescheiden ein Trippelabend mit Live-Musik. Winterwende, Christel van Issum und unter anderem Anat Oz setzen sich mit dem Thema Barock auseinander. Ein Zeitalter des Umbruchs von unserer Gegenwart gar nicht so weit entfernt. Im Theater im Fridericianum setzen wir unsere Tanzreihe im TIFF fort. Nach Let's Talk About Sex, Let's Talk About Bodies in Space, jetzt Let's Talk About Sacre. Jossi Berg und Odette Graf choreografieren Le Sacre du Printemps, eines der vielleicht wichtigsten Orchesterwerke und Tanzstücke des 20. Jahrhunderts, als ein Endzeitspektakel voller widersprüchlicher Bilder. Mit dem jungen Staatstheater Plus kooperiert Tanz Kassel auch wieder, nämlich in Prometheus, die Geschichte der Familie Frankenstein, sowie in den Schulhof-Performances Tanz und der Wiederaufnahme Spieglein, Spieglein für unsere jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Schauspiel steht Prima Facie an, ein erschütterndes Drama für eine Schauspielerin und eine Tänzerin. Tanz Kassel arbeitet in einem kuratorischen Modell. Kuratieren heißt sich sorgen um etwas und dieses auch pflegen. Kuratieren heißt gestalten, eine Willkommens- und Arbeitskultur, Künstlerinnen und Künstler, ganz unterschiedliche Disziplinen und ein enges Verhältnis zu unserem Publikum in Kassel, aber eben auch weit drüber hinaus. Das alles kann nicht ohne Sie, liebes Publikum, gelingen. Bleiben Sie Tanz Kassel treu auf dieser abenteuerlichen Reise durch die Vielfalt des internationalen zeitgenössischen Tanzes.